Hallo und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video dreht sich alles um einen Saugroboter-Test. Ich teste heute den Amavi A900 und werde euch mal aufzeigen, ob das Teil wirklich was taugt oder ob es eher nicht taugt. Und wie das geht, sind wir in einer neuen Folge von Jörg erklärt. So, dann werden wir das gute Stück hier mal auspacken und mal reinschauen, was das gute Teil alles mitbringt. Und ja, raus mit dem Teil. Wie immer die Verpackung, mehrere diverse kleine Voranleitungen. Dann haben wir hier eine Bedienungsanleitung. Ich hoffe mal, die ist nicht bloß in Englisch verfasst. Schauen wir gleich mal rein. Und schauen wir mal herein. User Manual, also hier scheint es Englisch. Aha, wir sehen Deutsch Seite 19 bis 37. Das ist schon mal schön, dass das Ganze etwas in Deutsch verfasst ist. Und jetzt packen wir mal das gute Teil hier aus. Und sieht schon mal nicht schlecht aus. Ja, und ihr seht, eine sehr schwarze Oberfläche, eine sehr glatte schwarze Oberfläche. Ob das natürlich der Bringer sein wird bei einem Staubsauger, bezweifle ich jetzt schon mal, da man bestimmt hier jedes kleine Krümel und Fussel sehen wird. So, nehmen wir mal beiseite. Was wird noch geliefert? Natürlich, um unser Saugroboter aufzuladen, hier eine Dockingstation. Schon das erste. Nehmen wir gleich mal als Mülltüte hier. Werden wir das mal hier wieder ordentlich recyceln in den gelben Punkt. Bin ich ein großer Freund davon. Was kommt hier noch zum Vorschein? Eine Fernbedienung, wie Sie hier sehen. Werden wir gleich mal bestücken. Und haben wir natürlich gleich auch zwei Batterien dabei. Werden wir auch gleich mal einfügen. Ihr seht, alles nochmal ordentlich in Plastik eingehüllt. So viel zum Thema plastikfreie Produktion heutzutage. Und Fernbedienung gleich mal einlegen. Und werden wir schon mal schließen, das Teil. Dementsprechend ist unsere Fernbedienung auch schon einsatzbereit. Ja, was haben wir hier noch? Natürlich braucht unsere Ladestation auch Strom. Haben wir hier ein Netzteil dazu und dementsprechend können wir diesen Stecker dann hier auch einfügen. Schauen wir mal, wie das hier reingeht. Aha, hier unten können wir das einstecken. Dementsprechend ist jetzt hier unsere Docking-Ladestation einsatzbereit. Was haben wir noch dabei? Ich denke mal, das werden hier diverse Ersatzbürsten sein. 1, 2, 3, 4 liegen hierbei. Hoffe ich mal, dass das Ersatzbürsten sind. Schauen wir mal hier hinten rein. Und nein, das sind nicht alles Ersatzbürsten. Also zwei Ersatzbürsten. Zwei müssen wir ja anbauen an das Teil. Und zwei sind zum Ersatz dann Ding hierbei. Ja, was haben wir hier noch? Hier haben wir noch ein Magnetband, 4 Meter lang. Damit können wir quasi Räume abtrennen, also wo unser Roboter nicht drüber fahren soll, über irgendwelche Bereiche, kann man mit diesem Magnetband dementsprechend dann wunderbar verlegen. Hier haben wir noch doppelseitiges Klebeband dementsprechend und noch einen Ersatzfilter, wie wir ihn hier sehen können. Das ist auch ganz praktisch, dass wir einen Ersatzfilter dabei haben und natürlich noch eine Staubbürste hier quasi zum Entstauben. Und wo wir dann unsere Haare aus dem Staubsauger dann auch raus entfernen können. Und als erstes nehme ich jetzt mal meinen Roboter, werde jetzt mal hier diese Sicherung hier entfernen, werde ihn mal auf den Rücken oder auf den Bauch legen und quasi werde ich jetzt als erstes mal hier diese zwei Bürsten hier installieren. Ich denke mal, die werden wir hier einfach bloß draufklipsen. Klack, einmal und klack, das zweite Mal. Jetzt werde ich hier noch meinen Staubbehälter mal herausnehmen und den Staubbehälter kann man natürlich hier nach vorne ziehen und dementsprechend dann entleeren. Also hier nach vorne drücken, klack,
und kommt dann unser ganzer Staub hier dementsprechend heraus. Können wir zuklappen. Hier oben ist quasi unsere Filtereinheit verbaut. Sehen wir auch unseren Filter dran. Dieser Unterfilter ist auswaschbar. Dieser hier oben, soviel ich weiß, ist nicht auswaschbar. Und von daher werden wir diesen Filter jetzt hier eingesetzt lassen und werden diesen jetzt hier zurück in den Staubsaugerroboter einführen. Ja, unser Roboter ist aufgebaut mit solchen Seitenbürsten, wie wir hier sehen. Und hier unten noch mehrere Bürsten, also hier ganz normale Bürsten und hier noch solche Gummilamellen. Und ich werde das Teil jetzt erstmal an die Ladestation hängen und erstmal aufladen. So, und er macht hier schon ordentlich Musik am Anfang. Steht er jetzt in der Ladestation und lädt sich erstmal auf. Leuchtet jetzt erstmal in verschiedenen Farben hier vorne. Aber das ist mir eigentlich total egal, ob das hier rot, gelb, grün oder orange oder eine Rundumleuchte drauf leuchtet. Das Ding muss bei mir einfach nur funktionieren. Ja, und hier im Bild sehen wir unseren Amaray A900. Dieser Roboter ist mit einer Kameranavigation ausgerüstet. Also nicht mit einer lasergesteuerten Navigation, sondern mit einer Kameranavigation. Und diese Kameranavigation filmt die Decke der Wohnung ab. Also er tut quasi die Linse der Kamera, ist nach oben gerichtet und er schaut sich die Decke an und dementsprechend nach der Decke tut er dann seinen Reinigungsplan erstellen. Und er geht natürlich davon aus, dass die Decke genauso den Grundriss hat wie jetzt, denke ich mal, unten der Fußboden. Also so soll es erstmal sein. Ja, der Amaray A900 ist natürlich auch für unsere Home-Assistenten sehr gut geeignet. Quasi Alexa oder Google Home kann man damit auch sehr gut betreiben. Also damit kann man ihn sehr gut verbinden und ist natürlich auch mit einer kostenlosen App betreibbar, die man auf Smartphone installieren kann. Ist dann auch sehr gut einstellbar darüber hinaus. Und wer das alles nicht möchte, kann natürlich auch einmal die Fernbedienung benutzen, die hier beigelegt ist. Diese funktioniert auch sehr gut und damit kann man natürlich auch so den einen oder anderen Modus damit einstellen. Also wie schon gesagt, unser Saugroboter funktioniert hier nicht nach dem Chaos-Prinzip wie bei manch anderen No-Name-Hersteller, wo der Roboter links, rechts, geradeaus oder einfach nur so hin und her fährt und dann kein richtiges System hat. Also unser Roboter tut durch diese Deckenabfilmung mit der Kamera hier ordentlich unser Bereich reinigen. Er hat eine Saugleistung von ca. 1400 PA und für meine Fälle ist, sage ich mal so rum, ist die Saugleistung vollkommen ausreichend. Also es ist mein erster Saugroboter, den ich hier austeste und von daher, er saugt schön sauber und er ist ja, seine paar Minuten jeden Tag hier unterwegs und macht aber seine Sache gut. Selbst hier mein kleiner Fips hier, der daneben steht, der lässt sich von diesem Teil hier nicht beeindrucken, lässt ihn einfach fahren und von daher ist das eigentlich schon eine sehr gute Sache. Ja, unser Amaray A900 zeichnet sich natürlich durch eins aus, und zwar ist das die extrem flache Bauweise. Also er kommt hier mit 7,5 cm an den Start. Das schaffen andere Hersteller nicht. Da sind die alle etwas höher eingebaut oder aufgebaut dementsprechend. Und also ist die Konkurrenz da noch etwas hinterher. Also da hat er schon etwas dazu gewonnen, muss ich jetzt mal dazu sagen. Also 7,5 cm bei mir fährt er überall unten drunter, wo er drunter durchfahren soll. Also das ist für mich die Hauptsache, dass er hier seinen Job bei mir im Haushalt hier auch sehr gut erledigt. Und er hat auch sehr gute Klettereigenschaften. Also quasi über Teppiche und Türschwellen und so weiter, da klettert er sehr gut herüber. Und dementsprechend hat er damit auch keine Probleme, mal hin und her zu fahren, und das gefällt mir eigentlich schon mal sehr gut, diese ganze Geschichte hier. Und ja, und da schauen wir einfach mal an, wie er hier so hin und her fährt. Selbst an Stufen macht er Halt, also er kriegt das auch mit,
wenn da irgendwie ein Abgrund ist oder sowas in der Richtung, wie ihr es hier sehen könnt. Also macht er sehr gut seinen Job. Ja, und hier habe ich mal den Schmutzbehälter entfernt und ihr könnt mal sehen, wie er geöffnet wird. Also wird nach vorne aufgeklappt und da kann man den Schmutz herausklappen. Müsst ihr bloß aufpassen, dass er den etwas waagerecht haltet, sonst fällt der Schmutz heraus. Und hier oben kann man auch sehen, wie die Filtereinheit installiert ist. Also ganz easy, der Unterfilter kann natürlich ausgewaschen werden, der Oberfilter nicht. So, und jetzt können wir das gute Teil wieder einstecken in unseren Roboter und weiter saugen. Ja, hier habe ich mal etwas Müsli auf einen Outdoor-Teppich drauf getan. Da benötigt er schon ein paar mehr Runden. Aber alles in allem bin ich sehr zufrieden, wie er seine Arbeit hier so verrichtet. Also für mich ist das ja wirklich, wie schon gesagt, mein erster Saugroboter. Und bei mir habe ich den jetzt schon seit ca. 2 Wochen im Betrieb und bin sehr zufrieden. Er macht das, was er soll. Er saugt und hält die Wohnung sauber. Und von daher tut er noch etwas meine Haustiere bespaßen, wenn er möchte. Oder also sie haben da auch sehr viel Spaß immer mit dabei daran. Und von daher findet er auch seinen Weg immer in die Ladestation zurück. Das ist auch schon mal ein wichtiges Kriterium. Also das macht er sehr gut. Und von daher bin ich sehr positiv beeindruckt von diesem Teil. Ja. Link zum Saugroboter natürlich unten in der Videobeschreibung, könnt ihr mal reinschauen. Und wer sich so ein Teil bestellen möchte, klickt da mal drauf und holt sich so ein Teil. Und damit sind wir jetzt auch schon fast am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen mal aufzeigen, wie hier so ein ganz normaler Saugroboter einfach so im Hause herumfährt oder quasi herumwirkelt. Und für mich macht er seinen Job sehr gut und von daher darf er bleiben. Und von daher sehen wir uns dann in einer nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Jörg erklärt's.